gerade ein Thema, vor dem ich mich sehr lange gezogen habe, weil ich nicht so wirklich in dem Thema drin bin. Das macht eher mein Mann, der Marius. Aber es ist ein Thema, das ich bei anderen Umbau-Accounts immer sehr interessant fand. Und deshalb dachte ich mir, okay, ich setze mich mal mit dem Thema auseinander, stelle euch da ein bisschen was zusammen und gebe euch ein paar Infos zu unserem Umbau oder zu unserer Sanierung. Vielleicht gleich mal ein paar Dinge vorweg, die natürlich auch jetzt mittlerweile eine große Rolle spielen. Wir haben erstens unseren Bauernhof vor 6 Jahren gekauft. Da waren natürlich noch ganz andere Preise und ganz andere Zustände da draußen in der Welt. Zudem war unser Haus für die damaligen Umstände schon eher in die günstigere Richtung. Natürlich kein Schnäppchenhaus oder so, aber die Leute hier im Dorf waren sich alle einig und haben gemeint, ihr hattet richtig Glück, weil die Preise sind gerade dabei zu explodieren und richtig in die Höhe zu gehen. Natürlich war damals auch ein ganz anderer Zinssatz für Kredite als mittlerweile, was natürlich auch eine Rolle spielt. Gleich vorweg, es wurde die Frage gestellt, welchen Zinssatz wir für unseren Kredit hatten. Und wir wissen es alle beide nicht mehr genau. Ich habe die Papiere jetzt auch nicht gefunden. Wir hatten allerdings nochmal einen zweiten Kredit und da war der Zinssatz 1,75. Was natürlich auch eine große Rolle beim Preis spielt, wir machen viel Upcycling und DIY und das macht natürlich, dass der Preis ein bisschen nach unten geht. Allerdings im Umkehrschluss haben wir uns von Anfang an gesagt, einmal anständig, einmal komplett, also Heizungsrohre hatten wir eh keine drin, mussten wir neu machen, einmal komplett stromneu. Und alles irgendwie neu oder aufwerten, was nicht mehr im allerbesten Zustand war, damit wir die nächsten Jahre, wenn wir mit dem Umbau fertig sind, wenigstens in den Dingen unsere Ruhe haben und nicht irgendwie nach 3 Jahren einen Rohrbruch haben, weil wir alte Rohre haben und hier und da und dann quasi wieder von vorne anfangen können. Deshalb ist vielleicht unser Umbau tendenziell etwas teurer als Leute, die eher renovieren als sanieren. Also renovieren und sanieren sind natürlich eh große Unterschiede, aber genau, da habt ihr vielleicht dann nochmal so einen kleinen Input zu unserem Umbau. Dann haben wir ja bisher, bis unser Kamin hier hinter mir kommen wird, alles komplett in Eigenleistung gemacht. Das macht natürlich auch preislich nochmal einen gigantischen Unterschied. Also wenn ihr umbauen lasst, dann könnt ihr, glaube ich, den Preis überhaupt nicht mit einem Haus, das in Eigenleistung umgebaut wurde, vergleichen, weil Arbeiter wollen natürlich auch ihr Geld. Das haben wir jetzt schon bei unserem Grundofen gemerkt. Der wurde, glaube ich, schon 2000 Euro haben wir, glaube ich, oder fast 1500 Euro haben wir uns eingespart, weil wir den selbst verputzen. Also alleine fürs Verputzen hätten die Arbeiter da 1500 Euro bekommen, was natürlich ein immenser Unterschied ist. Und ich möchte gar nicht wissen, was an dem restlichen Preis vom Grundofen an die Arbeiter geht. Aber gut, das ist einfach ein Punkt, den wir machen lassen wollen. Was direkt auch nochmal eine Rolle spielt, wir haben unsere alte Wohnung noch und vermieten die aktuell. Das heißt, da bekommen wir so ein bisschen Geld rein. Eher ist es so, dass die Miete unseren Kredit, den wir damals für unsere erste Wohnung genommen haben, abbezahlt. Aber wenn das erstmal abbezahlt ist, dann haben wir natürlich da richtig Profit, das reinkommt. Beziehungsweise wir waren auch schon am Überlegen, diese Wohnung zu verkaufen, damit wir die Geldspritze jetzt haben, um Dachboden und auch sonstiges fertig zu machen. Aber wir sind uns da noch immer nicht so ganz schlüssig, weil es natürlich auch schön ist, wenn man später irgendwie so eine Altersvorsorge hat. Ich komme dann gleich mal zu den Kosten oder zu der Kostenaufstellung über und es gibt noch 3 weitere Fragen, die euch interessiert haben, die werde ich dann am Ende beantworten. Fangen wir einfach mal an mit den Krediten, die wir genommen haben. Da war der allererste Kredit fürs Haus und auch für einige Sanierarbeiten. Und zwar war von Anfang an klar, dass es nicht reichen wird, um das komplette Haus zu sanieren. Das waren 220.000 Euro. Genau, wie gesagt, die haben fürs Haus gereicht und ich glaube damals noch für unsere Küche und für die Pelletheizung. Aber das werdet ihr jetzt bei der Preisaufstellung alles sehen. Ganz ausgereicht hat es, wie gesagt, bei weitem nicht. Wir haben dann nach 3 Jahren nochmal einen Kredit genommen
Unter anderem aber auch für ein neues Auto. Davon waren dann 80.000 Euro wieder fürs Haus gedacht. Somit hatten wir einen Kredit oder haben immer noch einen Kredit für 300.000 Euro. Also den ersten Kredit, glaube ich, hatten wir auf 20 Jahre genommen oder so waren das. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 14 Jahre den abbezahlen, was ich eigentlich ein ganz gutes Alter finde, weil ich kenne auch Leute, die müssen abbezahlen, bis sie 60 und darüber hinaus sind. Von daher fand ich 20 Jahre, wir waren damals klingt ewig her, ich war 27, Maris war 25 und genau, somit Mitte 40 sind wir dann mit dem Abbezahlen fertig. Den zweiten Kredit haben wir, glaube ich, bis dahin auch abbezahlt. Der war irgendwie auf 10 oder 15 Jahre. Genau, fanden wir ganz in Ordnung so. Natürlich ist es blöd, wenn man monatlich immer Geld hat, das schon fehlt. Aber trotzdem wäre es für uns einfach anders überhaupt nicht möglich gewesen. Bei der Preisaufstellung habe ich jetzt immer die größeren Preise genommen. Alles andere fällt unter Baumaterial. Da habe ich nochmal so einen Kostenpunkt zusammengestellt, um einen groben Überblick darüber zu haben. Aber auch wir sind uns da nicht mehr hundertprozentig sicher. Das können 10.000 oder 15.000 Euro mehr oder weniger gewesen sein. Das wissen wir nicht so genau, da wir da nicht immer irgendwie eine Liste geführt haben mit den ganzen Preisen. Die großen Preise haben wir natürlich, weil wir da die Überweisungen tätigen mussten. Und genau, jetzt geht's dann erstmal mit denen los. Fangen wir mit dem Haus an. Das hat 165.000 Euro gekostet. Was eigentlich für so ein Haus mit, ich weiß nicht genau, über 200 oder um 200 Quadratmeter plus Scheune, also wir haben quasi so einen U-Hof, so einen Dreiseitenhof. Ja, für den Preis fand ich das ganz okay. Das Haus hätte man eigentlich so, wie es war, benutzen können, bis auf die Heizung. Hier standen 3 Nachtspeicheröfen und da war uns von Anfang an klar, wir wollen eine neue Heizung haben. Unsere Pelletheizung plus die ganzen Rohre und allem drum dran war dann auch der nächste große Kostenpunkt und das waren 24.540 Euro. Davon haben wir aber nochmal 3.000 Euro bezuschusst bekommen. Das heißt, die gehen dann am Ende wieder ab. Aber die Heizung war schon dann über 20.000 Euro. Danach kam unsere Küche. Da muss ich sagen, die würde ich mittlerweile selbst bauen, zum größten Teil. Das wird natürlich wahrscheinlich auch wieder einen großen Batzen günstiger werden. Damals waren wir einfach so in dieser Anfangs-Euphorie, sind in die Möbelhäuser gelaufen und haben uns gleich unsere Küche zusammenstellen lassen. Das waren dann nochmal 14.150 Euro, was natürlich richtig viel Geld ist für eine Küche, und bei einer selbstgebauten wäre man meiner Meinung nach längst nicht auf diesen Preis gekommen. Natürlich, die Geräte und so sind teuer. Aber die hätte man dann auch gebraucht kaufen können. Ja, wie gesagt, mit der Zeit lernt man dazu. Wobei unsere Waschküche ist auch aus dem Möbelhaus. Die würde ich tatsächlich nicht selbst bauen, weil das so mit den Maßen und allem doch schon richtig gut ist. Und ja, die mag ich auch so, wie sie ist. Dann kam natürlich nochmal was für die Elektrik dazu, hauptsächlich der Zählerschrank und das ganze Installieren und so weiter. Das waren 1.800 Euro. Wie gesagt, unsere Waschküche kam dann, die war nochmal 6.300 Euro. Ist natürlich auch viel Geld, aber dafür, dass sie so auf Maß gemacht ist und mit der Waschmaschine und dem Trockner und mit den Schränken darunter, und ja, da ist einfach alles bis ins Detail überlegt und stimmig, finde ich das vom Geld her ganz in Ordnung. Ist immer noch weniger als die Hälfte unserer Küche, und die Waschküche ist aus Vollholz und die Küche ist aus diesem Furnierholz, glaube ich. Dann kommt nochmal ein Batzen Geld für unseren Grundofen. Der wird jetzt 15.000 Euro kosten. Ist natürlich auch was, was nicht jeder braucht und benötigt, genauso wie die Waschküche. Da geht's da reicht es manchen auch aus, einfach diese Geräte da irgendwo stehen zu haben. Vielleicht noch ein Waschbecken dazu. Und dann ist man natürlich auch bei einem ganz anderen Preis. Aber ja, wie gesagt, hier geht es um unseren Umbau und um das, was für uns Priorität hatte. Und für mich war das ganz klar, der Grundofen, der mit dazu muss. Das wird dann nicht nur jetzt der Grundofen, sondern hier rüber wird auch
eine Sitzbank sein, die mitbeheizt wird durch diesen Ofen. Und das ist für mich schon seit, ich glaube, über 10 Jahren so ein richtiger Traum, der einfach erfüllt werden musste. Natürlich der Preis, weil wir es nicht selbst machen, aber trotzdem fanden wir den Preis noch total in Ordnung. Dabei sei gesagt, dass jeder eine andere Vorstellung von Preisen hat und da die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Es gibt bestimmt auch Leute, die hier sagen, ich würde niemals so einen Preis für einen Ofen bezahlen. Einige mögen Feuer zum Beispiel im Haus gar nicht, für die kommt das gar nicht in Frage. Da gehen, glaube ich, die Meinungen sehr weit auseinander. Ich hatte mal eine Umfrage bei Instagram, da sind auch Leute dabei, die haben über 20.000 für einen Ofen bezahlt. Also, wie ihr seht, von bis gibt's alles. Dann nochmal ein etwas kleinerer Kostenpunkt, wenn man all die anderen Punkte guckt, und zwar unser Travertinboden. Den haben wir ja hier für die Waschküche und einmal oben fürs Bad gekauft. Der war insgesamt 900 Euro. Der Holzboden hier fürs Wohnzimmer wird nochmal richtig, richtig teuer. Im Nachhinein betrachtet finde ich es irgendwie übertrieben, aber ja, Holzpreise sind in die Höhe gegangen und dieser Boden war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich habe natürlich Preise im Internet und überall verglichen und genau, der kostet dann nochmal 4.950 Euro. Ich frage mich im Nachhinein manchmal so, hätte es nicht auch ein anderer, günstigerer Boden gemacht? Aber es ist jetzt nun mal so, wir hatten schon eine Anzahlung getätigt und es wird jetzt dieser Boden, richtig teurer Boden. Dann einmal komplett unsere Fenster. Die haben 7.000 Euro gekostet. Das waren bei uns 14 Fenster, die wir kaufen mussten. Die haben wir auch online bestellt und alles selbst ausgemessen und auch selbst eingebaut. Und ja, genau, hat super funktioniert. Alle Fenster sind ja mittlerweile drin und wir sind immer noch super zufrieden damit. Dann mussten wir zwei Kamine machen lassen. Ich glaube, Marius hat das mit einem alten Arbeitskollegen zusammen gemacht. Für den Pelletofen, glaube ich, war das. Er hat mir das einfach genannt mit den Kaminen. Ich glaube, der hier, der nach oben geht, ist da nicht mit drin. Ich glaube, die sind alle beide in der Scheune. Und das waren nochmal 4.000 Euro. Also auch ein Batzen Geld. Dann in der Scheune haben wir nochmal Beton bestellt für unseren Werkraum und für die Scheune selbst, wo die Hebebühne drauf musste. Das waren nochmal 2.000 Euro. Genau, da wären wir schon mal bei einem Preis von 245.640 Euro. Wie gesagt, da kam nochmal die Bezuschussung, da ging nochmal 3.000 Euro ab. Aber von unserem Kredit haben wir uns dann nochmal einen Bagger geleistet. Ist auch so ein Punkt. Macht nicht jeder, braucht nicht jeder. Marius wollte unbedingt einen eigenen Bagger haben. Der wird uns aber im Nachhinein nochmals von Nutzen sein, weil wir komplett ums Haus rum nochmal neue Drainage verlegen wollen. Und genau, da wird der Bagger sicher seinen Zweck erfüllen. Genauso auch wie in unserem Garten. Gartenpreise habe ich jetzt hier gar nicht mit eingerechnet. Ja, das ist sicher auch nochmal richtig viel Geld draufgegangen, obwohl wir da noch nicht so viel gemacht haben, muss ich sagen. Genau, der Minibagger war dann nochmal 13.000 Euro. Da habe ich ja nochmal erwähnt, da kamen die ganzen Materialkosten nochmal dazu. Wie gesagt, wir sind uns da nicht sicher, aber rechnen, dass da mindestens 40.000 Euro auch bei draufgegangen sind, weil man fährt immer mal wieder zum Baumarkt, dann hat man hier für 200 Euro, dann wieder für 1.000 Euro, dann mal für 800 Euro und das zählt sich einfach so zusammen. Der Estrich kommt ja noch hinzu. Oben haben wir neue Laminatböden verlegt. Die kommen da nochmal hinzu. Man kauft sich hier ein Gerät, hier wieder eine Schleifmaschine. Und genau, da kommt irgendwann so viel Geld zusammen. Da verliert man quasi, glaube ich, immer den Überblick. Außer man ist da wirklich sehr, sehr streng darin, das alles zu notieren. Wir, wie gesagt, nicht. Somit wären wir dann auch schon fast bei diesen 300.000 Euro angekommen, die wir uns als Kredit genommen haben. Und ja, wie ihr wisst, wir sind noch längst nicht fertig. Deshalb kam auf der einen Seite die Überlegung, eben unsere alte Wohnung aufzulösen, damit wir da noch mal ein bisschen Geld haben, weil es fehlt ja noch mal Dachboden. Wir wollen hier gegenüber aus diesem Schuppen ein Ferienhaus machen. Wir wollen irgendwann mal in der Scheune eine Sauna haben. Da habe ich auch mal grob zusammengerechnet, was das noch kosten könnte.
Für den Dachboden würde ich sagen, wären wir so bei 150.000 Euro. Natürlich mit Dachdeckung und mit Ausbau und mit allem drum und dran. Wir brauchen nochmal eine Treppe nach oben. Die sind mittlerweile auch nicht mehr geschenkt. Ich habe da einfach mal so mit 7.000 Euro gerechnet. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht habt ihr auch eine neue Treppe, was die gekostet hat. Dann ja, haben wir da vielleicht nochmal so einen kleinen Anhaltspunkt. Wenn wir soweit sind, werden wir uns natürlich da auch Angebote einholen und ein bisschen schauen, was sich da so ergibt. Die Drainage, wie gesagt, da habe ich einfach mal mit grob 2.000 Euro gerechnet. Keine Ahnung, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Ja, habe einfach mal so ein bisschen gegoogelt, was es so pro Quadratmeter oder pro laufenden Meter ums Haus kosten könnte. Und da bin ich auf 1.000 irgendwas gekommen, habe dann einfach aufgerundet. Ich habe immer lieber, wir rechnen etwas mehr ein. Und sind danach günstiger davon gekommen als umgekehrt. Und dann muss natürlich nochmal die komplette Fassade gemacht werden. Und mit Gerüstverleih und allem drum und dran rechne ich da so mit 5.000 Euro. Untertrieben, übertrieben, ich weiß es nicht. Auch das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ja, somit wären wir dann rund bei einem Endpreis von 460.000 Euro. Im Nachhinein betrachtet für ein Haus eigentlich, also für unsere Umgebung eigentlich ein richtig guter Preis. Ja, wir kennen Leute, die haben ein paar Kilometer weiter über ihr Haus für den Anfangspreis. Also da lag der Anfangspreis ohne die Sanierung schon bei der Summe oder sogar weit drüber. Wie gesagt, finde ich also ganz, ganz in Ordnung. Aber hier kommt ja noch dazu das Ferienhaus und die Sauna und irgendwie Garten und alles, was sonst noch so dazu gehört. So, dass ich rechne, dass wir im Endeffekt um die 600.000 Euro liegen werden. Ob das so ist, wissen wir nicht. Vielleicht steigen die Preise ja noch weiter und wird alles noch teurer. Vielleicht geht es ja mal irgendwann wieder ein bisschen runter. Hoffnung stirbt zuletzt und so. Aber auch 600.000 finde ich eigentlich für so einen Dreiseitenhof mit Sauna und danach Ferienhaus, was ja eh dann auch wieder zurück einbezahlt wird, ganz okay. Ich möchte irgendwann mal hier mein eigenes Töpferatelier eröffnen. Auch da werde ich dann Workshops geben und so weiter. Da kommt bestimmt dann auch wieder ein bisschen Geld rein. Und. Keine Ahnung, wo die Reise uns hinführen wird. Aber wie gesagt, 460.000 Euro nur fürs Haus finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Dafür, dass wir nicht irgendwie bei irgendeinem Luxus gespart haben. Ich glaube, die Frage, womit wir unseren Umbau aktuell finanzieren, wäre somit auch schon beantwortet. Aktuell mit unseren Gehältern, beziehungsweise hauptsächlich mit Marius' Gehalt. Ich bin ja immer noch dabei, meine Selbstständigkeit so langsam aufzubauen. Das heißt, da kommt nicht ganz viel Geld rein. Das reicht nicht unbedingt für den Umbau. Ja, hier und da kann ich mal was mitbezahlen, aber es läuft aktuell hauptsächlich über sein Gehalt. Davor, als ich arbeiten ging, natürlich über unsere beiden Gehälter. Ich wurde gefragt, was wir monatlich für den Umbau zahlen. Und auch da, wie gesagt, haben wir nicht so genau den Überblick. Ich würde jetzt mal sagen, gut 500 Euro gehen schon monatlich dafür drauf. Zusätzlich haben wir ja noch unsere Kredite zurückzubezahlen. Ja, also 2.000 Euro monatlich für den Umbau eventuell. Grob geschätzt. Aber das hängt natürlich auch immer stark von der aktuellen Bauphase ab. Es gab natürlich Zeiten, in denen wir hier nicht wirklich was gemacht haben. Da haben wir dann monatlich natürlich nicht wirklich was für den Umbau ausgegeben. Aktuell, wo wir natürlich Wohnzimmer und Bad sanieren, geht richtig viel für den Umbau drauf. Das merken wir auch sehr und sind deshalb froh, wenn diese beiden Räume fertig sind und wir uns da ein bisschen wieder erholen können. Und vielleicht einmal zu unseren Gehältern. Das hat ja auch so einige interessiert. Man redet da nicht gerne drüber, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass ja, Leute sich auch irgendwie ein Bild davon machen können. Ganz zu Anfang lagen wir, glaube ich, gemeinsam mit unseren Gehältern ungefähr bei 5.000 Euro monatlich. Irgendwann dazwischen mal so bei 6.000 bis 7.000 Euro monatlich. In den Monaten habe ich natürlich sehr, sehr viel zur Seite gelegt und gespart.
von diesem Ersparnis konnten wir dann, als ich in Mutterschaftsurlaub und halt auch jetzt, wo ich gekündigt habe, so einiges noch bezahlen, aber auch so langsam geht dieses Geld zur Neige. Und ich würde mal sagen, aktuell liegen wir so monatlich bei um die 4.000 Euro, die wir haben, jetzt ganz grob geschätzt. Ich habe mir das auch nicht notiert oder so, aber genau, dann habt ihr vielleicht so ein kleines Bild davon, was man monatlich vielleicht haben sollte, wenn man in diesem Maße wie wir umbaut. Ja, das war's dann auch zu euren Fragen und zu dem, was ich mir so notiert habe. Wenn ihr irgendwie noch Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, noch einmal, jeder Umbau ist verschieden, jeder legt seine Prioritäten auf andere Dinge. Alleine schon ein Grundofen ist sehr viel teurer als einfach so ein freistehender Ofen. Ich glaube, da kriegt ihr auch welche für 300 Euro oder so. Einfach mal, um ein Bild zu geben, in welchem Maße man sich für irgendwas entscheiden kann, entscheiden sollte, entscheiden muss. Wie zum Beispiel die Heizungsrohre, das war bei uns einfach ein Muss. Wobei wir mittlerweile vielleicht auch eher zur Wandheizung tendieren würden. Wird vielleicht nochmal ein bisschen teurer werden. Aber genau. Ich hoffe natürlich, das Video konnte euch irgendwie weiterhelfen, euch einen kleinen Überblick verschaffen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Umbau-Update. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!